Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Friedensfragen mit Clemens Ronnefeld im Rahmen von Transparenz TV. Mein heutiger Studiogast ist Angela Krumpen. Ich freue mich sehr, dass du aus Köln gekommen bist. Angela Krumpen ist freie Radiojournalistin, Autorin und Moderatorin. Auf ihrer Homepage schreibt sie zu ihrer Motivation zum Schreiben von Büchern, dass ihr wichtig ist, aufzuschreiben, was ihr begegnet, Menschen, die ihr Leben meistern und diese Welt zu einem besseren Ort für alle machen. Ich habe sie kennengelernt über die auf der Folie 1 beiden eingeblendeten Bücher »Spiel mir das Lied vom Leben« und ihr gemeinsam mit Caroline Meyer geschriebenes Buch über diese ganz besondere Frau, Caroline Meyer, die in Chile lebt und arbeitet. Heute möchte ich mit ihr über ihr letztes Buch sprechen. Nur Versöhnung kann uns retten. Der furchtlose Einsatz von Erzbischof Simon Ntamwana für Frieden in Burundi. Ein Buch, was mich sehr gepackt hat und das es lohnt, in einer Sendereihe über Friedensfragen vorgestellt zu werden. Es handelt über konkrete Friedensarbeit in Burundi nach dem Völkermord zwischen Hutus und Tutsis ab dem Jahr 1993, der sowohl in Ruanda als auch in Burundi Hunderttausenden Menschen das Leben gekostet hat, allein 300.000, die ihr Leben in Burundi verloren haben. Für Sie zum Überblick zu Hause, Ruanda im Herzen von Afrika, das kleine rote Land, Burundi, südlich darunter, vielleicht so groß wie Rheinland-Pfalz, eines der kleinsten Länder in Afrika. Und Hauptperson des Buches, wir sehen ihn hier eingeblendet, ist Bischof Simon Ntamwana. Meine Frage an dich, wie kam es zu seiner Einladung an dich, nach Afrika zu kommen und ein Buch über deine Erlebnisse dort zu schreiben? Erstmal danke, dass ich hier sein kann. Wie kam es dazu, wie so oft im Leben, einfach durch Begegnung? Ich wohne am Niederrhein, in einem kleinen Ort, und da gab es, er ist leider dieses Jahr verstorben, einen Pfarrer, Ludwig Kamm, der über 30 Jahre nach Burundi gereist ist, und das war ein charismatischer Mensch, der auch immer Menschen animiert hat zu kommen, und der hat den Erzbischof Simon immer in die Gemeinde eingeladen, zum Firmen, und so kam er, und dann habe ich ihn irgendwann kennengelernt und dann haben wir auch zusammen journalistisch gearbeitet. Dann hat er ein bisschen geguckt, was ich mache. Dann hat er gesehen, dass ich Bücher schreibe und dann hat er die Bücher über Caroline gelesen. Und eines Tages kam er und sagte, also er hätte sich überlegt, ob wir das vielleicht auch mal machen könnten, zusammen ein Buch schreiben. Und dann habe ich gesagt, Und in der Tat überlege ich ziemlich lange, ob ich ein Buch schreibe. Und tatsächlich finde ich, es gibt so viele Worte zwischen zwei Buchdeckeln und es ist so unübersichtlich geworden, dass ich irgendwie eigentlich immer zwei Fragen stelle. Die eine Frage ist, braucht die Welt diese Geschichte? Und falls ich dazu ein Ja kriege, dann ist die nächste Frage, braucht diese Geschichte mich? Nur weil irgendjemand irgendwas möchte, muss ich nicht ein Buch schreiben, weil das ist natürlich ein großer Einsatz von Lebenszeit und und dann saß ich da und er trug mir das an und ich wusste es tatsächlich nicht und habe dann eine Weile nachgedacht, weil so die Geschichte, das kommt ja dann gleich, dass ein Erzbischof Versöhnung predigt, das ist den Menschen schwer nahe zu bringen, das ist dann so abgehoben und ist immer der Vorwurf mit dabei, ja, so ein Kleriker, der hat ja gut reden und der kann ja, hat keine Familie, der muss für niemand sorgen, der kann das ja alles machen. Und dann habe ich, wie gesagt, mir Bedenkzeit ausgebeten und dann habe ich gedacht, wenn es nicht nur der Erzbischof ist, sondern wenn die Menschen, mit denen er diese Versöhnungsarbeit konkret macht, wenn die in dem Buch vorkommen, dann ja. Das war deine Bedingung. Das war meine Bedingung und das war tatsächlich, weil dann habe ich nämlich gedacht, dann ist es A, eine Geschichte, die die Welt braucht, weil es ist absolut ungewöhnlich und ich finde auch einfach groß. Es gibt
Menschen, die können Dinge machen, die sind so groß. Und ich finde es immer schön, dahin zu gucken, weil wir uns erinnern können, wie groß wir wirklich sein können. Es ist nicht immer nur, was weiß ich, jetzt fällt mir gerade Bonhoeffer ein. Oder es gibt so Menschen, die zeigen uns, wie groß wir sein könnten. Und dann ist die Gefahr, dass wir sie auf den Sockel stellen und eine Ikone daraus machen und noch ein Spotlight da drauf, relativ groß. Das finde ich aber nicht hilfreich. Das trennt diese Geschichten von den Everyday-Menschen, so wie ich eine bin oder du vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber jedenfalls ich. Aber wenn diese Menschen, mit denen der Bischof das macht, wenn die in dem Buch vorkommen, dann ja. Naja, und so kam es. Er hat dir die Kontakte vermittelt, vorher zugesagt. Und wie verlief dann deine Anreise nach Afrika? Ja, das war ein Abenteuer. Viel an diesem Buch ist ein Abenteuer gewesen, denn er war erst verwundert, hat auch selber darüber nachdenken müssen, weil ich habe auch nicht nur gesagt, ich möchte mit den Menschen sprechen, sondern ich habe auch gesagt, ich möchte nicht nur mit Opfern sprechen, weil natürlich wird es jetzt dann um Völkermord gehen und das ist ja das Große. Nur Versöhnung kann uns retten, Versöhnung und Völkermord. Das muss man erstmal zusammen denken. Sondern ich möchte auch mit Tätern sprechen. Da hat er geschluckt und dann hat er gesagt, okay, wenn du das wirklich willst, dann machen wir das. So, das war, wann wird er mich gefragt haben? Ich glaube so 2013, 2014. Und von da an haben wir diese Reise geplant, aber sie fand nie statt, weil dann kam 2015, das kommt dann gleich vielleicht noch, da kamen Unruhen und Simon hat gesagt, also komm nicht, das ist viel zu gefährlich. Also habe ich ihn ab und zu in Europa getroffen. Aber ich konnte nicht dahin und wenn ich nicht dahin komme, gibt es kein Buch. Und beim dritten oder vierten Mal habe ich gesagt, so, dann waren wir jetzt mittlerweile schon im Sommer 2016. Habe ich gesagt, aber so wird das nichts. Wenn du jetzt wirklich möchtest, dass ich dieses Buch schreibe, muss uns irgendwas einfallen. Und dann ist ihm eingefallen, dass er in Ruanda auf einen Kongress eingeladen war im September 2016. Interessanterweise zu einem Kongress zu Barmherzigkeit. So. Und dann hat er gedacht, vielleicht kann ich mit einem Teil der Menschen von Burundi nach Kigali fahren, weil da war der Kongress und du kommst einfach nach Ruanda geflogen. Er hat mir dann nicht verschwiegen, dass es nicht sicher ist, dass sie über die Grenze kommen, weil es ja ein kleiner Bus sein musste und es gab wegen der Unruhen in Burundi und wegen der Geflüchteten, also nach Ruanda, Tansania und in den Kongo haben sich Menschen geflüchtet. Und Ruanda und Burundi hatten Stress an der Grenze. Die wollten nicht, dass da einfach Leute kommen. Also war nicht klar, ob der Erzbischof mit seinen Verbündeten über die Grenze kommt. Aber weil die für 300 Kilometer genauso lange brauchen wie ich, wenn ich in ein Flugzeug steige und 10 Stunden nach Ruanda oder ich weiß nicht, wie lange ich geflogen bin, fliege, musste ich ins Ungewisse fliegen. Das heißt, ich bin morgens dann doch tatsächlich mit etwas klopfendem Herzen ins Flugzeug gestiegen, weil ich war noch nie in Afrika. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Und ich musste davon ausgehen, dass es sein kann, dass ich einfach da lande und niemand ist da. Und ich da mal gucken kann, wie ich zurechtkomme. Ja, und dann sind sie eben, die kleine Gruppe ist in Gitega losgefahren und ich bin losgeflogen. Und als ich dann in Kigali gelandet bin, war es dann nochmal kurz aufregend, weil meine Tasche nicht kam. Aber in der Tasche hatte ich mein Aufnahmegerät, das hatte ich extra nicht im Handgepäck, weil ich wollte keine blöden Fragen haben. Und dann war die Tasche weg. Dann habe ich eine Weile nach meiner Tasche gesucht. Irgendwann habe ich sie gefunden und dann bin ich aus dem Flughafen raus. Da gibt es sehr hohe Sicherheitsbestimmungen, also da kann man nicht im Flughafen abgeholt werden. Und an der Straße stand auf einmal Menschen. Ich kam raus, sie fingen an zu klatschen und haben mich geherzt und umarmt. Und ja, und dann. Sie hatten auf dich gewartet. Sie hatten auf mich gewartet, genau. Und das war schön, so warmherzig empfangen zu werden. Ja, vor allen Dingen von Fremden. Vor allen Dingen von Fremden. Das war das Besondere, dass mich einfach völlig Fremde empfingen, als wäre ich nach langer Zeit geliebt nach Hause gekommen. Das war sehr schön. Wahrscheinlich hatte Bischof Simon schon sie vorbereitet, dass du ein Buch schreiben wirst und sich wirklich für ihre Thematiken des Opfer- und Täterseins ja auch interessierst. Das hatte er und das war auch in der Tat für sehr, sehr besonders eigentlich, denn in Burundi wird zum Leidwesen des Erzbischofs viel zu wenig über diese furchtbaren Dinge gesprochen.
Und er sagt immer, die Menschen sind wie Gräber. Und dann kommt jemand um die halbe Welt geflogen, um sich diese Geschichten, über die zu Hause nicht gesprochen wird, aber die da passiert sind, sich die anzuhören. Das war tatsächlich, zwar konnten sie schwer fassen, aber es hat sie unglaublich gefreut, dass ich das gemacht habe. Und dann, ja, dann haben wir ja erzählt. Du schreibst in deinem Buch von einem, Zitat, Haus voller Geschichten von Hass und Gewalt, aber auch von Mut und Liebe, Zitat Ende. Kannst du einige dieser Geschichten uns konkret vorstellen? Wen hast du da konkret kennenlernen dürfen auf dieser Reise? Also, das waren alles Menschen, die eng mit Bischof Simon, oder ich sage es mal richtig, Erzbischof Simon Tamwana aus Gitega, um das mal einmal korrekt zu sagen, eng mit ihm zusammenarbeiten, ihn zum Teil seit 30, 40 Jahren kennen, zum Teil noch nicht so lange. Ganz unterschiedliche Menschen, Männer, Frauen, Priester, Schwestern, Laien, Hutus, Tutsis, Barundi, also Menschen, die in Burundi leben, oder Ruandesen. Also einmal alles so, so wie die Gesellschaft auch ist, also gar nicht irgendwie ethnisch oder national sortiert. Und dann hast du ja schon gesagt, ich habe das Kapitel genannt, ein Haus voller Geschichten, weil, das muss man sich jetzt gleich ein bisschen vorstellen, ich bin dann in Kigali gelandet und dann sind wir erstmal in so einen kleinen Reisebus gestiegen und ich saß da drin, dann kamen noch drei Leute und ich dachte, womit fahren denn die anderen alle? Und dann stiegen die aber einfach alle in diesen Bus ein und ich dachte, okay, so könnten wir unser Transport... Das war vor Corona-Zeiten. Das war vor Corona, aber so können wir unsere Transportprobleme auch lösen. Und dann sind wir ziemlich lang gefahren, außerhalb von Kigali, in ein ziemlich heruntergekommenes Haus, was aber ganz für sich alleine lag. Und das war ziemlich schwer gewesen für die Menschen, weil sie müssen sich vorstellen, dass da Menschen bei waren, die noch nie das Land Burundi verlassen hatten. Die waren das erste Mal im Ausland und die mussten irgendwie einen Ort organisieren, an dem wir uns wirklich unterhalten konnten. Also Ruanda ist ja ein Polizeistaat oder auch auf dem Weg in eine Diktatur, wenn was jetzt gerade wieder passiert. Also wir konnten nicht einfach in ein kirchliches Haus gehen, da haben die Wände Ohren. Und deswegen haben wir dieses Haus, in dem manches noch funktionierte, aber selten dann, wenn man es brauchte. Aber es war sicher und ihr wurdet nicht abgehört. Wir waren sicher, wir wurden nicht abgehört, aber wir brauchten das, um dann wirklich diese Geschichten von Hass und Gewalt und von Mut und Liebe zu erzählen. Du hast nach konkreten Leuten gefragt, also einmal war es eine ganz diverse Gruppe. Ich finde, dass drei Geschichten exemplarisch stehen könnten. Das ist einmal Adele, Emmanuel und Yusuf. Adele ist eine Frau, der Unfassliches zugestoßen ist. Und wenn ich, jetzt muss ich einmal kurz Luft holen, wenn ich das einfach so erzähle, sie ist eine Tutsi-Frau. Und wir reden ja jetzt chronologisch über ganz verschiedene Zeitabschnitte. Bei Adele reden wir vor allen Dingen über 1993, 94, als sie als Tutsi in diesem zweiten großen Völkermord gejagt worden ist und dann hatte ein Baby und einen kleinen Sohn. Dann haben sie ihr den Sohn entrissen. Sie wusste nicht, was mit ihm passiert. Dann haben sie nach draußen gebracht. Erst wurden alle Tutsis in ein Haus gesperrt. Und dann auf dem Weg zum Massengrab haben sie ihr das Baby aus den Armen gerissen und sie musste zugucken, wie dieses Baby von Schweinen aufgefressen wird. Was wirklich einfach entsetzlich ist. Und sie hat das dann auch. Das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann. Unfasslich. Das eine Kind war schon weg und das zweite Kind stirbt unter ihren Augen. Und die Meute steht da, ich sage jetzt mal Meute, obwohl es natürlich alles Menschen sind, die das machen, und klatscht und schreit: C'est bien, c'est bien, c'est bien, das Böse, das, ne? Also es ist gut, dass es passiert und das Böse ist. Du bist eine Tutsi, ein Tutsi-Kind, wie gut, dass es das Böse weg ist. Und dann haben sie Adele vergewaltigt und dann haben sie ins Massengrab gestoßen, haben dann aber gemerkt, dass sie nicht tot war, haben ihr den Arm abgeschlagen, haben ihr den Schädel gespalten und Adele hat sich totgestellt und hat sich da später rausgearbeitet. Also eine unfassliche Geschichte. Es geht dann auch noch weiter. Also eine klassische Geschichte für das, was ich sag jetzt mal, für Opfer. Emmanuel, der als Bibelkatechet
sehr genau beschreiben kann, wie er zu Beginn, also die gleiche Zeitspanne, die ich gerade von Adele erzählt habe, wie er zu Beginn noch Tutsis, es waren seine Freunde, seine Nachbarn, seine Kollegen, noch versteckt hat und dann auf einmal sich 3 Tage zurückgezogen hat und in diesen 3 Tagen entschieden hat, dass er rausgeht. Es war geplant, es war vorsätzlich, dass er rausgeht, beim Rausgehen die Machete nimmt und Tutsis ermordet. Leute, die er persönlich kannte. Ja, auch. Natürlich. Und dann ist er geflohen, erstmal nach Tansania und hat dann im Exil aber das nicht ausgehalten, was er gemacht hat. Und das ist, das muss man sich auch vorstellen, es ist genauso schwer zurückzukommen, wie zu fliehen. Er hat es aber gemacht und das finde ich dann bei allem Schrecklichen, er ist ein Mörder, das geht auch nicht mehr weg in diesem Leben, aber bei allem Schrecklichen hat er sich gestellt. Ich habe mir, als ich ihm zugehört habe, vorgestellt, das hätten Deutsche in den 50er Jahren gemacht. Ob sie gesagt hätten, ich war dabei, als die Synagoge brannte oder ich habe die Wohnung geplündert oder ich habe den Nachbarn angezeigt, der die Fahne nicht rausgehangen hatte. Das haben so wenig Menschen gemacht. Und dann hinzugehen und zu sagen, ich habe den und den und den ermordet, das fand ich wirklich einfach groß. Er ist dann natürlich eingesperrt worden und hat im Gefängnis die Bewegung von Bischof Simon kennengelernt. Also das ist eine zweite Geschichte. Und eine dritte, die ist jetzt vielleicht gar nicht so typisch. Vielleicht noch eine Ergänzung. Mich hat auch beeindruckt, er hat Familie, er hat Kinder. Er hat eine Frau, die dann später auch zu ihm gehalten hat. Ja. Und auch dafür hatte er Verantwortung. Und er wusste nicht, ob, wenn er sich stellt, er hingerichtet wird, ob er lebenslänglich bekommt. Und trotzdem hat er sich gestellt. Ja, also er hat dann, das kann man auch wieder so und so sehen, er hat seine Kinder erst mit auf die Flucht genommen und sie dann alleine im Flüchtlingslager zurückgelassen. Also es ist auf jeden Fall jemand, der, wenn er sich was vorgenommen hat, dann macht er es bis zum bitteren Ende. Und die dritte Geschichte, die ich jetzt aus diesen ganzen, also im Buch erzählen wir alle diese Geschichten. Alle Geschichten von den Menschen, die nach Kigali gekommen sind, werden erzählt. Und mit dabei ist auch Yusuf, das ist der muslimische Pfarrer von Erzbischof Simon Tambana. Und das ist insofern besonders, als Yusuf ein Muslime ist, der ihr eigentlich ja gar nichts, mit nichts was zu tun hat. Aber er sagt, Monseigneur, sagen die ja alle, Monseigneur ist wie mein Vater und ich würde eher mich umbringen, als ihn nicht schützen, denn der Erzbischof ist immer in Lebensgefahr. Yusuf läuft abends durch die Viertel und hört, ob er irgendwas hat. Er ist in Hinterhalte geraten, es gab ein Attentat und er bleibt dabei. Yusuf hat auch kleine Kinder. Und er bleibt dabei, lieber sterbe ich selber, als dass ich den Bischof nicht beschütze. Und das ist auch so, dass der Bischof sucht eigentlich nach Wegen, das Werk, wie Nouvelle pour la Réconciliation, also Neues Leben für Versöhnung, was er geschaffen hat. Und diese Gruppen, habe ich ja eben schon gesagt, die Priester, die Schwestern und die Laien, dass er den Laienzweig noch erweitert, eben auch um andere Religionen. Und Yusuf sagt einfach, so lange warte ich. Das heißt ganz konkret, ein muslimischer Pfarrer wird quasi zum Leibwächter und Beschützer auch des Bischofs. Ganz konkret, den, ja. Ja. Was erlebte Simon Tambana, nachdem der Völkermord passiert war und er in seine Heimat zurückgekehrt ist? Das muss ja für ihn auch furchtbar gewesen sein. Was fand er vor? Er war ja in der Zeit außerhalb des Landes. Genau, also man muss vielleicht erstmal sagen, wir gehen jetzt dann 2 Jahrzehnte zurück, dann sind wir jetzt 1972. Zu dieser Zeit war Simon Tambana noch kein Priester, aber er war ein unglaublich kluges, zielstrebiges Kind. Und das ist ganz früh aufgefallen und er ist gefördert worden. Er hat ganz früh beschlossen, dass er Priester werden wollte, schon als kleiner Junge. Und dieses Ziel hat er einfach verfolgt. Und dann ist es aufgefallen und dann hat sein damaliger Bischof ihn gebeten, nach Rom zu gehen. Und da war er dann zum Leidwesen seiner Eltern, als 1972 der erste große Völkermord war. Damals wurden die Hutus ermordet und zwar systematisch die gebildeten Hutus. Und nun kam Simon Tambana aus einer sehr gebildeten Familie. Das heißt, wäre er in Burundi gewesen, er wäre genauso gestorben wie 54 Menschen aus seiner Familie. Also kurz nach diesem
großen, ich sage jetzt mal, Gemetzel ist ein weißer Vater, hat ihn in Rom aufgesucht und er hat gesagt, einen Brief überreicht von dem Pfarrer aus Mukenke, wo er gelebt hat mit seiner Familie. Und in dem Brief stand dann, die Menschen, die tot sind, sind diese. Und dann kamen 54 Namen. Also er hat das alles aus der weiten Ferne in Europa erlebt. Und das musste ich jetzt kurz erstmal sagen, damit man versteht, als seine Oberen haben ihn nicht gelassen, er wollte nach Burundi zurück. Und das ist viel zu gefährlich, dann bist du einfach auch tot, dann hat niemand was davon. Und irgendwann hat er einfach nach der Priesterweihe gesagt, so, jetzt könnt ihr sagen, was ihr wollt, mein Platz ist in Burundi, also gehe ich dahin zurück. Und dann ist er in dieses Land zurück und er beschreibt es sehr anschaulich und sehr bewegend, weil auf einmal war nur Stille. Er ist durch dieses Dorf gelaufen und alle waren weg. Seine Lehrer, seine Eltern, seine Brüder, Tanten, Onkels, alle, die lesen und schreiben konnten, das war ein intellektueller Genozid, wenn man so will, alle waren tot. Und er läuft durch diese unglaubliche Stille wie durch ein großes Grab und sucht nach einem Halt. Und das finde ich sehr, sehr kreativ, weil er ist da durchgelaufen und seine Seele sagt, er hat Halt gesucht. Und was macht er? Und auf einmal hat er gedacht, aber all die guten Erinnerungen mit meinem Bruder, mit meinem Vater, mit meiner Mutter, die sind ja nicht weg, die sind ja noch da. Und er hat versucht, das finde ich das Kreative, dass das Gute, was er zum Beispiel mit seinem Bruder erlebt hat, was sein Bruder ihm getan hat, dieses Gute, er nennt das Wiederbeleben, in sich wiederzubeleben, so dass es lebendig bleibt. Und dieses, das, wenn das in ihm lebendig bleibt, dann kann er lebendig bleiben. Und das war so, das war der Grund, auf den er später alles andere aufgebaut hat. Das war sein Fundament. Und an der Stelle können wir vielleicht nochmal, du hast Bilder mitgebracht, auch aus Burundi, Bilder einblenden. Es ist ein fruchtbares Land. Auch auf dem nächsten Bild sieht man, es gibt dort viel Grün, sofern Wasser fällt. Auch dieses Land hat mit Klimawandel und Klimakatastrophe zu tun. Ja. Und aber auch ein Land, was von Armut geprägt ist. Du hast hier diese Aufnahme mitgebracht von Kindern und Jugendlichen, die sich an einen LKW hängen. Eine kleine Pharmazie. Ja. Also eine kleine Apotheke, die einfach so am Wegrand stand, genau. Du beschreibst in deinem Buch, dass ja Simon Tamwana zunächst einfach ein Landpfarrer war. Und was hat ihn eigentlich bewogen, diese Arbeit der Versöhnung so in den Mittelpunkt seiner Arbeit später zu stellen? Was waren seine prägendsten Erfahrungen? Ich glaube, da muss ich zum Primizspruch zurück, weil er hat sich einen... Für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist sozusagen die Weihe, Primiz, wenn ein Bischof dem Priester die Hände auflegt, die Feier zum Priestertum. Genau. Und jeder Priester sucht sich einen Spruch, ein Motto. Und er hat sich einen Spruch gesucht, pour qu'ils aient la vie, sagt er französisch immer, damit sie ein, das ist auf Deutsch nicht so schön übersetzt, damit sie ein Leben in Fülle haben. Die Franzosen verstehen viel besser, was gemeint ist, pour qu'ils aient la vie, damit sie ein Leben haben. Das hat er schon in Rom damals für sich entdeckt und das wollte er. Er wollte den Menschen, die ja weiterleben, ein echtes Leben geben. Das hat er sich damals in dieser Zeit in Rom überlegt, dass das sein Lebenssinn ist, dass er dafür auf der Welt ist. Und entweder das gelingt oder er stirbt, aber das wollte er. Und das sage ich deswegen, weil das, dann kann man das verstehen, was er wollte. Er hat diese Zeit als Landpfarrer immer die Sonne meines Lebens genannt. Es war die schönste Zeit und er wäre das sehr gerne geblieben. Er wollte, später ist er ja Bischof und Erzbischof geworden, das wollte er nicht. Er wollte einfach in der Basis arbeiten, für die Menschen da sein. Er wollte gut zu den Menschen sein, pour qu'ils aient la vie, damit sie ein Leben haben. Nach all dem Horror des Völkermordes. Genau, und deswegen, was war auf dem Land? Es waren Waisenkinder und Witwen. Die Männer waren alle tot, die große Leere. Und
Das hat er gemacht. Er ist in die Schulen gegangen. Das haben mir die Menschen ja dann alle erzählt. Ich habe ja das immer gespiegelt gehabt mit den Geschichten. Dann saßen ja dann Menschen, die vor 30 Jahren in der Schule saßen, und da kommt auf einmal ein Pfarrer und fragt, oh, wie geht's dir denn und wie geht's denn zu Hause und habt ihr denn zu essen und wo schlaft ihr denn und darf ich euch mal besuchen kommen? Dann sind die Kinder nach Hause gegangen und haben gesagt, da war jemand, der will uns mal besuchen kommen. Und dann, hat er sie wirklich aufgesucht und hat alles getan, damit die Kinder und die Frauen ein Leben haben. Also ein Dach über dem Kopf, was zu essen, Geld, um Stifte und Papier zu kaufen. Und das war sozusagen, und von da aus ist alles andere gewachsen. Das heißt, er hat wirklich Bildung, die Primärbedürfnisse versucht, genau, zu erfüllen. Du hast es bereits angedeutet, er wollte eigentlich nicht Bischof werden. Mhm. Trotzdem, er ist aufgefallen, positiv aufgefallen, und 1988, das heißt 5 Jahre bevor das Grauen, der zweite Völkermord, seinen Lauf genommen hat, ist er dann in der Hauptstadt von Burundi, Bujumbura, Bischof geworden. Wie erging es dann ihm in dieser Zeit? Das war kurz ja. Ja, Sie haben gerade gesagt, er ist positiv aufgefallen. Er ist vor allen Dingen aber negativ aufgefallen. Das muss man verstehen, sonst kann man die Frage nicht beantworten, wie es ihm ergangen ist. Er hat, nachdem die Grundbedürfnisse auf dem Land erfüllt waren einigermaßen, hat er angefangen, so in Basisgemeinden zu arbeiten. Und da hat er gesagt, Leute, organisiert euch selber. Sucht euch jemanden unter euch, der die Verantwortung nimmt. Er wollte mündige Christen haben. Und das hat der Regierung überhaupt nicht gefallen. Das hat ihn äußerst suspekt. Er ist überwacht worden und es gab ganz viel Gerüchte, Verleumdungen. Es ist immer gestreut worden, dass er in Wirklichkeit sich rächen will an seiner wegen seiner Familie und so. Und diese Rumeur, sagen die Franzosen, das ist alles immer um ihn rumgelaufen. Die Gerüchteküche. Diese Gerüchteküche, ja, diese Verleumdung. Und als er nach Bujumbura kam, dann eilte ihm das voraus. Das heißt, die Menschen, er ist immer mit sehr viel Misstrauen in jeder Hinsicht konfrontiert gewesen. Und er musste damit klarkommen. Und er hat ein wirklich im wörtlichen Sinne sehr gesundes Selbstbewusstsein. Er sagte immer, ich weiß doch, was ich gemacht habe. Und ich weiß, was ich nicht gemacht habe. Und er lässt das andere einfach weg und vertraut darauf, und das passiert dann ja auch, dass die Menschen entdecken, die mit ihm Kontakt haben, dass es eben böse Gerüchte sind oder Verleumdungen, Gerüchte ist ein bisschen harmlos, Verleumdungen sind, und dann eben ihn so erleben, wie er wirklich ist. Und wer diese Hürde nicht nimmt, gut, der nimmt sie eben nicht. Warum ist Friedensstiften eigentlich so gefährlich, dass also Attentäter sogar ihm nach dem Leben trachten? Und das Friedensabkommen von Arusha 2005 sollte ja dann den Bürgerkrieg und das Grauen eigentlich beenden. Wie erging es den Menschen in ihrer Hoffnung auf Frieden seither? Sind jetzt 15 Jahre vergangen seit dem Friedensschluss von Arusha? Und du beschreibst, dass Burundi jetzt aktuell wieder ein Land auf dem Weg in die Diktatur sei. Ja, das habe ich. Das sind einige Fragen, wo ich dich bitte. Das war vor 2 Jahren, ja, aber ich glaube, es ist nicht besser geworden. Genau, es ist auf gar keinen Fall besser geworden. Was hat zur Verschlechterung beigetragen und warum auch diese persönlichen Attacken auf ihn? Jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie ich das, in welcher Reihenfolge ich das beantworte. Vielleicht erstmal tatsächlich, also 2005, der Frieden von Arusha. Das war nach diesen 2 großen, verheerenden Katastrophen und vielen kleinen. Also Simon Tambana lacht immer darüber, wie wir das hier aus Europa wahrnehmen, weil das einfach für ihn fängt das in den 50er Jahren an und hat heute nicht aufgehört, weil es einfach immer weitergeht. Aber wir nehmen halt in Europa nur diese ganz großen Flächenbrände, sag ich jetzt mal, wahr. So um 2000 herum gab es Druck auf Burundi. Da war Mandela daran beteiligt, da war Bill Clinton daran beteiligt und es wurde auch einfach Geld in Aussicht gestellt. Also wenn ihr euch jetzt endlich mal zusammenrauft und eine Regierung bildet, an der alle Ethnien beteiligt sind, dann könnte man ins Geschäft kommen. Das war, 2003 ist es nochmal sabotiert worden.
Aber 2005 gab es dieses Friedensabkommen. Und dann ist jemand zum Präsidenten dann auch gemacht worden, Pierre Nkurunziza, der ein Rebellenführer war. Und ist auch keiner von den ganz sanften Rebellen. Er hatte Blut an den Händen, auf gut Deutsch. Den haben sie sozusagen ins Zentrum gesetzt, weil sie gehofft haben, dadurch diese Militanz einzubinden. Und dann gab es tatsächlich eine Regierung mit allen Ethnien, also mit einer Art Quorum für die Ethnien. Und am Anfang hat das funktioniert. Am Anfang gab es Wiederaufbau des Landes, es gab Schulen, es gab Straßen, es gab auch Geld, was gekommen ist, und die Menschen haben aufgeatmet, sie konnten endlich ihre Felder bestellen, es gibt keine Supermärkte, Burundi ist das drittärmste Land der Welt, aber die Menschen können essen, weil sie eben kleine Felder haben und sich ihre Dinge erwirtschaften. Das konnten sie machen, und das, also man kann heute noch, wenn die Menschen davon, von dieser Zeit erzählen, kann man heute noch hören, dass sie sich kollektiv entspannt hatten. Und dann gab es eine relativ stabile Zeit bis eben 2015. Und in dieser Verfassung, die mit Arusha vereinbart worden war, war eben festgelegt, dass der Präsident 2 Wahlperioden gewählt werden kann und dann nicht mehr. Das war eben bis 2010 und dann bis 2015. Und schon im Vorfeld zu den Wahlen von 2015 hat Pierre Nkurunziza gesagt, ach, das erste Mal bin ich ja gar nicht gewählt worden. Das war ja nur in dem Friedensabkommen. Also ich stehe jetzt das zweite Mal zur Wahl. Und dann gab es Unruhen. Die Schüler und, also vor allen Dingen die Schüler, muss ich sagen, sind auf die Straße gegangen. 16, 17-Jährige, die sind erschossen worden. Es sind wieder alle, und alle jungen Männer standen unter Generalverdacht. Und es sind Hunderttausende wieder von den Jugendlichen geflohen. Und das Parlament hat abgestimmt, dass das ja noch nicht, dass er noch nicht zweimal gewählt worden ist. Und er hat sich diese dritte Amtsperiode erschlichen und damit die Unruhen im Land. Das war dann die Zeit, als Bischof Simon mir gesagt hat, komm nicht, es ist zu gefährlich. Und kam wohl noch erschwerend dazu, dass er sich jetzt auf Lebenszeit hatte wählen. Das hat er dann, der hat dann diese dritte Amtszeit lassen. Genutzt, um das dann zu machen. Das ist jetzt, sagen wir ja 2020, es gab im Mai wieder Wahlen. Und zu den Absurditäten gehört, dass Pierre Nkurunziza vor den Wahlen gesagt hat, es gibt kein Corona und die Menschen mussten sich versammeln. Er war aber unterdessen amtsmüde oder wie auch immer. Er hat jedenfalls einen Nachfolger bestimmt und ist dann ganz kurz nach der Wahl an Corona gestorben. Von daher. Der erste Regierungschef, der dahin gerafft wurde. Genau. Ja, warum das jetzt so gefährlich ist, das ist jetzt, müsste ich ein bisschen mutmaßen, oder warum das so gefährlich ist, hat natürlich ist eine ganz komplexe Frage, ganz viele Gründe. Ein Grund ist, dass Simon Tambwana andauernd ein Tabu bricht. In Burundi wird, habe ich ja eben schon mal gesagt, sehr wenig über diese Zeiten gesprochen. Er tut es aber und er benennt die Verantwortlichen. Also er macht es auch immer wieder. Ich habe Predigten von ihm zu Neujahr, wo er einfach für unsere Ohren vielleicht völlig poetisch und blumig das anspricht, aber er benennt Ross und Reiter. Für afrikanische Ohren benennt er Ross und Reiter. Und das ist für eine Regierung, die mit allen Mitteln an der Macht bleiben will, eben gefährlich. Und das ist, da ist ja auch sehr klar, also heute geht es bei den Unruhen überhaupt nicht mehr um Ethnien, sondern es geht um Regierung und Opposition. Und ich habe mit einem weißen Vater gesprochen und auch mit bei einer anderen Gelegenheit mit einem deutschen Pfarrer, der aber sein Leben in Burundi überwiegend lebt, und er sagt, es gibt neue Massengräber. Also mittlerweile reicht es, wenn die Regierungs- oder der Geheimdienst vermutet, dass jemand oppositionell denkt oder mit Oppositionellen zusammengearbeitet haben soll, dass man nachts verschwindet und nie wiederkommt. Also von daher, besser geworden ist seit 2015 ganz sicher gar nichts. Und wenn deine Frage war, warum ist das so gefährlich, kann ich natürlich nur mutmaßen. Aber meine Mutmaßung ist eben, wenn man die Macht so in Frage stellt, dann kann die Macht sich das nicht gefallen lassen. Dein Herzstück für mich des ganzen Buches ist,
das, was du beschreibst, wie Täter und Opfer zusammenkommen und einen Weg suchen. Und da möchte ich dich jetzt nochmal bitten, wie geht Versöhnung? Wie machen die Menschen das? Du hattest Adele bereits als eines der Opfer beschrieben. Du hast Emmanuel, der sich als Mörder seiner Taten gestellt hat. Wie sind sie konkret mit dem, was sie erlebt haben, umgegangen? Wie passiert in Burundi Versöhnung? Also in Burundi, wie macht Bischof Siemann es mit seinem Werk Vie Nouvelle pour la Réconciliation? Weil das ist, glaube ich, sehr einzig, auch in Burundi. Und es ist ein ganz radikaler Ansatz. Anders kann ich das nicht sagen. Denn die Menschen nehmen sich die Bibel und sagen, Gott geht zu den Menschen und wir machen es wie Gott. Und im Übrigen, das ist, glaube ich, für europäische oder für westliche Ohren wirklich eine Herausforderung, sagen sie, das Opfer trägt ja nur die Folgen der Tat. Aber die Täter, ja, aber sie sagen tatsächlich nur, und sie benutzen keine Anführungsstriche. Wir würden das tun, aber sie tun das nicht. Sondern sie sagen, ja, ich habe die Folgen der Tat, aber ich bin ja nicht der Täter. Ich habe doch nicht die Verantwortung für das, was mir da passiert ist. Und weil ich es leichter habe, bin ich in der Verantwortung, zum Täter zu gehen und zu sagen, ich reiche dir die Hand. Und das tun sie buchstäblich. Das hat der Bischof gemacht mit dem Mörder seines Vaters zum Beispiel. Das hat Adele gemacht mit diesen Menschen. Das waren Eltern von den Kindern, die sie unterrichtet hat. Also, und sie tun das, sie gehen dahin. Also es wird dann angebahnt, die Gespräche werden angebahnt. Also muss man sich nicht vorstellen, dass man da klingelt und sagt, guten Tag, ich bin Ihr Opfer und jetzt biete ich Ihnen Versöhnung an. Also die Gespräche werden angebahnt, sie werden begleitet. Neutraler Ort. Neutraler Ort, das sind also sozusagen Unterhändler, die hin und her gehen. Und ja, aber im Kern ist es eben so, dass sie sagen, Gott macht den ersten Schritt, wir machen den ersten Schritt. Also das ist tatsächlich wirklich etwas, wo man sich hineindenken muss. Ich glaube, dass man das nicht verstehen kann, wenn man nicht ein bisschen was über Ubuntu weiß. Ubuntu ist ja dieses afrikanische Wort, was man ganz schlecht übersetzen kann, wo aber ein großes Wir drin ist, wo auf jeden Fall drin enthalten ist, dass alles mit allem verbunden ist. Und aus dieser Verantwortung für das Ganze kommt eben die Verantwortung, wenn ich es aber doch leichter habe. Und das betonen alle. Wir haben nur dieses eine Leben. Und warum, jetzt ist das alles schon passiert, warum soll es denn weiter so schrecklich bleiben? Warum soll ich denn nicht alles wie Nouvelle, warum soll ich denn nicht alles für ein neues Leben, dass ich wieder ein Leben habe, tun? Und dann tun sie einfach alles, was ihnen einfällt. Und sie haben sehr schöne Bilder. Also zum Beispiel hat Père François, ein Priester aus dem Werk, der hat dann gesagt, na, das ist so, als wenn der Täter ist derjenige, der untergeht, der ertrinkt und ich werf ihm den Rettungsring zu. Aber das ist tatsächlich ein anderes Denken aus diesem Wunsch nach Leben, aus dem Gefühl von Verantwortung. Und natürlich, wenn jede Generation immer die nächste Generation umbringt, ist so viel Hass da, dass die Menschen leben ja trotzdem in einem Dorf zusammen. Und das ist einfach der Versuch, einen Anfang zu machen aus dieser Sicht der Dinge. Und ich finde, es ist tatsächlich auch für mich das Herz, und ich bin froh, dass du danach fragst, weil es braucht etwas, um sich damit vertraut zu machen. Und all die Dinge, die uns in den Kopf kommen, wenn wir über Täter und Opfer reden, mal beiseite zu legen und zu sagen, es einfach mal so anzugucken. Und dann eben zu sehen, was sie damit erreichen. Es ist, ich bin dann auch auf andere Bilder gestoßen. Da ging es um eine andere Geschichte. Das führt jetzt vielleicht zu weit. Aber da ist ein junges Mädchen unglaublich schlecht behandelt worden von ihrer Familie. Der große Bruder, die ist dann, also die Eltern sind umgebracht worden im zweiten Genozid. Und die ist dann notgedrungen vom großen Bruder aufgenommen worden und ist als ganz junges Mädchen vom Nachbarn vergewaltigt worden und dann von der Familie verstoßen worden. Und die Schwägerin hat sich ihr sehr, sehr, sehr schlecht gegenüber verhalten. Und irgendwann lag diese Schwägerin im Krankenhaus. Und Josiane schafft es, dahin zu gehen. Und das ist ja nicht wie bei uns. Also da müssen ja immer Angehörige dafür sorgen. Und da kam eben das Bild her, ich komme sofort auf den Punkt, Kohlen auf ihr Haupt sammeln. Also sie hat die Schwägerin einfach mit Güte umsorgt und die Schwägerin war wie vom Donner gerührt.
weil sie natürlich wusste, dass sie ein hartes Herz gehabt hat und dass sie Josiane schäbig behandelt hatte. Und das ist so wie, also einfach mit diesem Hass und diesem Verhärteten mit Zuwendung, mit Zuneigung zu begegnen. Das ist groß. Aber das ist, da haben sie wunderschöne Bilder für. Und dann passieren Dinge, dann, Bischof Siemer sagt dann gerne, dann erlebt man Überraschungen. Zur Versöhnung im europäischen Kontext gehört ja Wiedergutmachung zum Beispiel für das, was der Täter getan hat. Eine Kompensation, gehört echte Reue. Vergebung, Suche nach der Wahrheit, das können auch zwei Wahrheiten sein. Aber diese für uns auch wichtigen Elemente, spielen die im afrikanischen Kontext in Burundi eine Rolle? Gibt es Angebote auch von Tätern für Wiedergutmachung, für beispielsweise Zahlungen, um das damit auch anzuerkennen, ich habe Unrecht getan und ich möchte ein Stück Wiedergutmachung machen? So genau, so viel Einblick habe ich nicht, um das jetzt wirklich fundiert zu beantworten. Ich kann das am Beispiel von Emmanuel sagen, der mir seinen Brief nochmal abgeschrieben hat auf Französisch, den er den Angehörigen der Menschen, die er umgebracht hat, geschrieben hat. Die ihn hören wollten, das war ja auch, das hat mich überrascht am Buch, dass die überhaupt bereit waren sozusagen. Ja, das war diese Unterhändlergeschichte, das genau. Dauert alles so ein bisschen dass und irgendwann. Das eine genau. lange Vorgeschichte hatte, bevor genau. sie, die Familie überhaupt bereit war sozusagen. Genau, aber wenn du nach der Reue fragst, da bietet er das an, das glaube ich ihm auch, so wie ich ihn erlebt habe, glaube ich ihm das aufs Wort. Zahlungen weiß ich nicht und für den Erzbischof gehört es auf jeden Fall dazu. Aber dafür muss man eben den ersten Schritt machen und das alles anbahnen. Also wenn man wirklich die Wunden heilen will, dann gehört es dazu. Aber das ist so weit weg, dass er das erstmal, dass er viel mehr über diese ersten Schritte spricht und schreibt. Und es geht auch um Entlastung für die Opfer, die unbedingt. Ansonsten ja ihr ganzes Leben lang auch mit dieser Last belastet wären. Unbedingt. Also das ist ja, wenn wir Adele als eine Geschichte etwas größer machen, unbedingt. Adele ist in Bujumbura oder in Gitega, das weiß ich jetzt gar nicht genau, aber auf jeden Fall ist sie trotz dessen, was über den Erzbischof im Umlauf war, zu einer abendlichen Versammlung von ihm gegangen, weil sie nicht mehr weiterleben konnte, weil sie ihr Leben zurückhaben wollte, weil sie gesagt hat, es ist mir egal, ich probiere jetzt alles, dann ist es eben jemand, der sich an Tutsis rächen will und ich bin dann ein Tutsi, dann ist das eben gefährlich, mir egal, vielleicht hat er etwas, was mir weiterhilft und er hatte etwas, was ihr weiterhilft. Also so, Adele hat das Movens, was sie zu ihm gebracht hat, war unbedingt, dass es ihr besser geht. Wir kommen langsam auf die Zielgerade. Symbol Foto Nummer 9, ein Feuer, eine Flamme. Menschen aus diesem Versöhnungswerk, wo sowohl Laien, ganz gewöhnliche Menschen, aber auch wie hier Schwestern, Priester sind, glaube ich, in einem der Zweige allein über 100 Personen, hast du in deinem Buch geschrieben. Bei den Schwestern. Die Schwestern wachsen und wachsen und wachsen. Der Bischof macht keine Voraussetzungen. Da dürfen auch junge Mädchen hin, die keine Schulbildung haben und die wachsen. Das heißt, es ist inzwischen eine große Bewegung geworden von Menschen, die sagen, es ist wichtig, dass wir einen radikalen Neuanfang machen auf dem schlimmen Hintergrund unserer Geschichte. Du hast dein letztes Kapitel überschrieben, Hoffnung im Herzen von Afrika. Was gibt dir persönlich die Hoffnung nach auch all den schlimmen Geschichten, die du erlebt hast? Aber wir haben jetzt schon gehört, auch einige völlig für uns überraschende und fast nicht nachvollziehbare Dinge, wo Täter, Opfer sich begegnen und einen neuen Weg zueinander suchen. Also ich muss dann erstmal das vorletzte Kapitel nehmen, weil ich hatte diese Geschichte ja auch, ich habe sie auch chronologisch geschrieben und ich war in der Jetztzeit angekommen und alles wurde immer schlimmer. Jetzt ist da jemand, der seit Jahrzehnten wirklich seine letzte Pore gibt, damit es da besser geht und all diese Menschen gewinnt und alles wird immer schlimmer. Und ich saß da und dachte, so kann ja dieses Buch nicht aufhören. Also zumal die Menschen ja immer weitermachen. Und ich meine, wir sagen schon bei ganz anderen Sachen, kriegen wir so Weltuntergangsszenarien, wie schlimm die Welt ist und wie schlimm die Menschen sind. Und die machen einfach weiter. Und dieses letzte Kapitel habe ich auch für mich geschrieben, weil ich irgendwie was Echtes schreiben wollte. Also keine Sülze und so, sondern wirklich verstehen wollten, wie sie denn wirklich weitermachen.
Und für den Bischof ist es immer die Hoffnung. Und Hoffnung ist alles immer nur so ein Wort, ne? Aber dass Hoffnung eine Haltung sein kann, das sozusagen, das habe ich in diesem versucht, also mir erst selbst ein bisschen erarbeitet und dann aber wirklich auch verstanden. Und ich habe für jedes Kapitel immer ein Zitat geschrieben, und das letzte Kapitel fängt eben mit Václav Havel an, dem Philosophen und Präsidenten. Und der sagt, jetzt mache ich es im Original, damit ich hier keinen... Das vorletzte Kapitel hört auf mit: und als ich ihn, also den Bischof, frage, ganz direkt frage, ob Burundi auf dem Weg in eine Diktatur ist, ist seine Antwort: alle Zeichen stehen so. Und jetzt, frage ich. Und jetzt? Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und das sozusagen, also als ich das mir vergegenwärtigt hatte, was das heißt, wenn man Hoffnung nicht darauf verkürzt, ach, das kann gelingen, also mache ich das, sondern das ist richtig, egal, ob ich irgendeine Chance habe, dann finde ich, ändert sich was. Und dann verschiebt sich der Fokus von dem, was wir erreichen wollen, auf das, was wir beeinflussen können. Das ist nämlich das, was wir tun können oder lassen können. Und sich darin zu üben, Hass mit Liebe zu begegnen, das kann man eben tun. Man kann das real tun. Und deswegen steht am Ende tatsächlich diese Hoffnung, weil erstens leben die Menschen sie wirklich und haben keinerlei Aussicht darauf, dass es besser wird. Sie haben es nicht und sie tun es trotzdem. Und zweitens ist es tatsächlich das, worauf wir Einfluss haben. Und deswegen fand ich das, also wie gesagt, für mich selbst brauchte ich ein Ende, mit dem ich leben konnte. Und ich wollte den Menschen nicht untreu werden, weil sie machen weiter. Und ich wollte, dass es echt ist und zusammenkommt und nicht einfach nur Sülze ist. Und das ist dir auch gelungen. Was mir deutlich geworden ist, Versöhnung braucht unendlich Mut, diesen ersten Schritt zu tun und weder im Opfersein noch im Tätersein gefangen bleiben, sondern beide haben die Möglichkeit, aufeinander zuzugehen. Es ist eigentlich egal, wer den ersten Schritt macht, aber wichtig ist, dass es überhaupt ein ins andere Lager gehen und sich dem zu stellen, was ich erlebt habe, gleich auf welcher Seite, und zu sagen, wie fangen wir mit dem, was dort passiert ist, neu an. Das finde ich das bemerkenswert an deinem Buch. Und dass das eine Riesenbewegung heute geworden ist, die ausstrahlt, die in Burundi inzwischen wirklich eine Wirkmächtigkeit auch hat, wo sich immer mehr Menschen anschließen, das ist für mich auch das Ermutigende. Danke, dass du uns diese Geschichten mitgebracht hast. Und ich möchte Ihnen am Ende dieser Sendung die Bestellmöglichkeit geben. Sie können auf der Homepage von Angela Grumpen dieses Buch von ihr zum Preis von 18 Euro bestellen. Ich glaube, im Buchhandel ist es derzeit nicht mehr zu haben, aber genau, direkt bei dir. Und ich kann es sehr empfehlen, weil es tiefe Einblicke in die afrikanische Kultur und die Mentalitäten von Menschen, die Grenzen überschreiten, um einen neuen Weg zueinander zu finden. Herzlichen Dank dir, Angela, dass du gekommen bist, und ich danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie dabei waren, und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Friedensfragen mit Clemens Ronnefeld. Musik